Lange her, lange her. Ja, lange her. Sie ist nicht hinter der Tür. Sie ist nicht hinter der Tür. Hinter der Tür ist. Wenn er sich gerade anfängt, wieder zu beruhigen, macht Kostschow einen Schritt nach vorne und packt die Tür wieder an. Schaut dann abwartend auf Franklin, ob das nochmal eine Reaktion bei ihm auslöst oder ob er sich jetzt schon wieder so gefasst hat. Er wendet sich um in deine Richtung. Sie versuchen es schon wieder, Officer Kostroff. Sie wollen mich quälen. Sie wollen mich bestrafen. Aber ich habe nichts getan. Sie sind genau wie Mutter. Sie sind genau wie Mutter. Sie können mich nicht bedrohen, weil ich keine Angst mehr habe. Ich habe die Angst in mir getötet. Haben Sie die Angst in sich auch getötet, Mr. Kostroff? Haben Sie keine Angst davor, was Sie hinter dieser Tür finden werden? Öffnen Sie die Tür, Aiden. Aiden, keep it together. Für einen Moment hast du, als du den Knauf berührst und als er das sagt, wie so ein Flashback, aber es ist kein Flashback, es reißt dich nicht zurück in den Maschinenraum von dem Tanker, es reißt dich nicht zurück in die Szenerie, wo du mit deinen eigenen Handschellen an ein altes Rohr gekettet bist und halb mit zusehen, halb mit zuhören musst, wie Franklin Mills Janice Bedford ausweidet, ihr den Bauch aufschlitzt, ihre Gedärme herausreißt und sie schreit immer weiter. Er schneidet ihr die Kehle durch, das Blut spritzt auf den Boden literweise und sie schreit trotzdem immer weiter, obwohl sie schon längst tot sein müsste. Und dann zieht das Bild plötzlich woanders hin und du stehst vor diesem, du genau in dem Raum, wo du jetzt bist, stehst du vor diesem Schrank und du siehst deinen eigenen Jungen, du siehst Dominik und er steht vor dem Schrank und die Tür geht auf, plötzlich, ohne dass jemand an den Griff gefasst hätte, die Tür geht auf und diese schwarze Gestalt wächst an den Wänden des Raumes empor bis hoch zur Decke, wie damals im Maschinenraum und sie verschluckt Dominik einfach und reißt ihn mit in den Schrank hinein. Du verlierst einen Punkt Stabilität. Es dauert nur eine Sekunde, dann reißt es dich zurück in die Realität und deine Hand ruht auf dem Türknauf. Ja, Aiden atmet Konetzow gleich für die anderen sichtbar sehr schwer und im ersten Moment scheint es, als würde er die Tür nicht mehr aufmachen wollen, also nicht den Türknopf betätigen und die Tür aufziehen wollen, sondern als würde er durch diese Tür durchschlagen wollen und noch irgendwas greifen. Dann ist es wieder weg und sein Atem beruhigt sich wieder und ohne sich umzuschauen, öffnet er dann ruckartig die Tür und geht aber auch ein Stück beiseite, sodass jeder dahinter gleich sehen kann, was auch immer da ist. Was glaubst du, was in dem Wandschrank ist, wenn du die Tür aufreißt? Tatsächlich macht er die Augen für einen Augenblick zu, als die Tür aufgeht und hat dann zunächst das Bild der Leiche von der ermordeten Soraya, von diesem der Schulkameraden des kleinen William und dann auch wieder das Bild des gefesselten Jungen vor Augen. Und als er die Augen dann öffnet, schaut er vermutlich in gähnende schwarze Leere. Ihr könnt sehen, wie sich Franklin Mills Augen weiten, als die Tür aufgeht. Ihr steht da, ihr drei, Franklin Mills, in sich zusammengesunken, kniet am Boden. Aber er nimmt Haltung ein, er scheint gewappnet auf das, was jetzt kommt. Und ihr öffnet die Tür und hinter der Tür ist nichts, nur ein leerer Wandschrank. Und Franklin fängt schnaubend zu lachen an. Hätte Caleb mitbekommen, dass mit Aiden etwas nicht stimmt? Du kannst gerne mal Read a Person machen. Eine Probe auf Intuition.
kannst Aiden eine Frage stellen. Also beziehungsweise du kannst Terrence eine Frage stellen in Bezug auf Aidens Verhalten, die er wahrheitsgemäß beantworten muss. Beispielfragen findest du hier. Aiden, wie fühlen Sie sich? Du kannst Dr. DeHamrey gerne die Antwort in-game geben, die Aiden ihm geben würde, wenn er seine wahren Gefühle verschleiern möchte. Du musst ihm aber auch sagen, was Aidens wirkliche Gefühle sind in dem Moment. Ich will ehrlich mit Ihnen sein, Doc. Auf der einen Seite habe ich mich für einen kurzen Moment wieder hier gesehen, als ich den kleinen William gefunden habe. Und ich habe selber einen Sohn. Den habe ich auch gesehen. Das ist ein komisches Gefühl. Man kann nichts machen. Dann ist da diese Wut. Wut. Gut, Aiden. Ich denke, wir sind hier fertig. Kunal und Joshua. Ihr kommt vom Balkon zurück ins Schlafzimmer und ihr könnt sehen, dass die Tür zu dem begehbaren Kleiderschrank offen steht. Ihr könnt die drei Herren sehen, die da im Halbkreis um die Tür herumstehen, und ihr könnt Franklin Mills am Boden knien sehen und manisch vor sich hin lachen hören. Ich nehme meine Filmtätigkeit wieder auf. Die Emre, können wir bitte weiter? Also ich meine, wir haben immer noch ein Schiff vor uns und... Ja, wir sollten weitergehen. Gut. Dann reißen Sie sich bitte ein letztes Mal zusammen. Keine weiteren Fluchtversuche von Franklin Mills, auch wenn ich gerade nicht davon ausgehe, dass er in seiner psychischen Lage dazu in der... Es kann immer was passieren. Passen Sie also, wie er sagt, auf. Es kann auch sein, ich habe jetzt zwar draußen auf dem Balkon keine weiteren Autos gesehen, aber wischen Sie ihm nochmal bitte das Blut von der Nase ab. Das muss nicht sein. Dankeschön. Und dann setzen Sie ihn jetzt ins Auto. Jenna, Kostchow, Sie fahren in einem Auto. Die Hamry, ich werde sie dazusetzen und dann werde ich gemeinsam mit Minash alleine vorfahren. Wir treffen uns dann auf Zack Island. Ich glaube, das ist kommt aus dem Deutschen und heißt eigentlich Zug, aber bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht. Verstanden? Gut. Ausführung. Gut. Kunal geht vorweg und schickt eine SMS ab. Möglichst unsichtbar. An wen? An die Reporterin mit wir wechseln zum anderen Tatort. Oder nur Tatortwechsel, das reicht ja. Wir fahren jetzt mit den Autos und gehen nicht zu Fuß, wie es ursprünglich geplant war? Naja, ihr könnt schlecht einen an Händen und Füßen gefesselten Straftäter durch die Stadt spazieren führen. Oder? Ich hatte das beim Briefing so verstanden, dass das irgendwie fußläufig alles ist. Ja, es ist schon. Ihr müsst nochmal zurück über den Fluss und einen kleinen Umweg fahren. Es ist schon nochmal eine Viertelstunde oder so mit dem Auto. Okay. 10 Kilometer ist, glaube ich, die Strecke ungefähr. Wie transportiert ihr Mills? Wo fährt er mit? Ja, Mills hatte ich schon gesagt, der wird mit Kostjov und Jenna und die Hamre fahren, also die sind zu viert im Auto, dass da möglichst wenig passiert, und ich fahre alleine mit Minash in meinem Auto vor. Okay, alles klar.
ihr transportiert den immer noch manisch vor sich hin kichernden Mills, der immer wieder vor sich hin stammelt. Ich habe es euch doch gesagt, ich habe es euch doch gesagt, ich habe sie in meinem Kopf ausgesperrt, sie kommt nicht mehr rein. Es hat funktioniert. Wenn du völlig leer bist, wenn du alles ausgebrannt hast, dann kann sich niemand mehr an dir festkrallen. und schleppte ihn runter zu Jennas dezent angeschlagenem Auto. Ja, ich setze Mills auf der Beifahrerseite nach hinten, mach die Tür zu und guck Dr. Dehamran, also wenn die Tür zu ist, haben Sie irgendwelche Waffen am Körper? Ich habe nur etwas Pfefferspray. Bitte geben Sie es mir jetzt. Warum? Was haben Sie zu befürchten? Dass er nach dem Pfefferspray greift und es mir in die Augen sprüht, während wir Auto fahren. Und Sie sollten hinten sitzen, da Sie am ehesten daran interessiert sind, dass er in Zack Island ankommt. Natürlich, ich werde bei ihm sitzen und dafür sorgen, dass alles glatt geht. Ich strecke dir die Hand aus, dass du mir das Pfefferspray gibst. Ach, glauben Sie, er könnte es mir abnehmen? Wir wollen doch jetzt hier kein Risiko eingehen auf den letzten 10 Minuten, oder? Na gut, solange Sie es mir abschließend wiedergeben. Ja, natürlich. Dann würde ich Krostov angucken, auf die Beifahrerseite zeigen und mich darauf verlassen, dass sein Polizeiinstinkt so weit funktioniert, dass er dann ein Auge darauf hat, was hinten passiert. Ja, so fahren wir los. Kunal und Joshua, habt ihr noch was zu besprechen auf der Fahrt? Ich eher nicht, nee. Ich gehe meinen eigenen Gedanken nach und denke vor allem daran, was er über meine Mutter gesagt hat. Kunal versucht nochmal das Gespräch auf die Zigaretten zu lenken. Mr. Katz, Virginias? Haben Sie schon mal Virginias geraucht? Ich kannte jemanden, der Virginias geraucht hat, aber ich selber nicht. Eine alte Geschichte, hä? Mr. Katz. Ja, eine alte Geschichte. Ich kannte niemanden, der Virginia geraucht hat, aber ich habe Virginias gesehen. Wo? Auf dem Nachttisch, Mr. Katz. Ja, ich hatte das ja schon versucht zu erklären. Da müsste man mal mit einem... Mit die Hemmel will ich darüber nicht reden. Vor allem nicht als ermittelnder Staatsanwalt. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen, wenn der Psychologe mir dann auch noch sowas wie eine Bescheinigung ausstellt. Aber nach dem Fall können wir sicherlich nochmal überlegen, ob wir uns das erklären lassen. Ob es so etwas gibt, dass es gemeinsame Halluzinationen gibt. Mr. Katz, darf ich fragen, wo Sie Virginia schon mal gesehen haben? Wenn wir schon gemeinsam Virginia sehen. In meinem Elternhaus. Mr. Katz, Ihre Eltern haben geraucht. Ich möchte darüber jetzt nicht reden, Mann. Entschuldigung, Mr. Katz. Ich wollte Sie nur unterhalten, Mr. Katz. Ja, schön. So, da vorne links abbiegen. Dann fahren Sie ein bisschen langsamer, die anderen müssen hinterher kommen. Jawohl, Mr. Katz. Wird rot. Ah ja, ich halte an, Mr. Katz.
Im Elternhaus, Mr. Katz? Nein. Ich rede darüber jetzt nicht. Es geht weiter, Mr. Katz. Kunal, dein Smartphone vibriert. Ich gucke erstmal auf das Smartphone von... War das meins? Es ist erst... weiß ich nicht. Ich schaue, Mr. Katz. Lassen Sie sich ablenken. Vorsichtig da vorne. Ja, ich lasse mir einfach mal mein Handy nach hinten aushändigen. Schau kurz drauf. Sehe, dass es nicht meins war. Wird dann aber trotzdem mal schauen, was es so Neues gibt. Irgendwelche E-Mails von Richtern, Anwälten, irgendwelchen Kammern, die ich da dann vorsitze. Und wird dann Kunal da allein lassen. Darf ich kurz schauen, lassen. Mr. Katz? Ja, ja, ich habe da gar kein Auge drauf, was du da gerade tust. Okay, dann schaue ich mal auf das Smartphone. Du schaust auf dein Smartphone. Auf meins in dem Fall, oder? Ja, ja, deins. Kunals. Ja. Okay, ja, du schaust kurz nach, die Reporterin hat dir zurückgeschrieben. Nur zwei Worte, sei vorsichtig. Aber du kannst sehen, dass sie noch weiter tippt. Sie schreibt wohl noch irgendwas. Katz, du gehst kurz durch dein Handy, da sind natürlich schon wieder 1000 E-Mails von der Arbeit für andere Fälle und auch E-Mails, die deine zukünftige politische Karriere betreffen, vielleicht von der Republican Party of Michigan oder so. Aber da ist noch eine ganz seltsame E-Mail, der Absender irgendwie ergibt keinen Sinn, ist nur so eine weirde Aneinanderreihung von Buchstaben und Zahlen. Und der Betreff ergibt keinen Sinn. Da steht Virginia Slims. Virginia Slims. Hab ich doch erst vor kurzem gehört. Einmal aufmachen? Du machst sie auf und es ist eine Werbeanzeige von Virginia Slims. Eine besondere Prägung der Zinnverpackung zum Firmenjubiläum und auf dem Bild siehst du, das ist so ein seltsames, also du siehst darauf aufgeprägt, so ein seltsames Bild von, ja, so einer Art Madonnenfigur und darüber steht Virginia Slims und unten drunter steht All Mothers Weep Bloody Tears. Ich guck nochmal kurz nach oben, ob ich Kunal ansprechen soll, entscheide mich dann aber dagegen und wird sie dann löschen. Okay, alles klar. Du hattest vorhin, glaube ich, schon mal Keep It Together gewürfelt. Mhm. Deshalb hatte ich dich vorher nochmal angeschrieben. Ich dachte, du hast es einfach selbstständig erkannt. Und genau, habe ich... Sehr gut. Zieh dir einen Punkt Stabilität bitte ab. Das ist Patch 2, ne? Bitte? Patch 2 ist das? Du kannst einfach am Token am besten einfach das Token anklicken, den lila Balken um 1 reduzieren. Das geht schneller, als es über den Bogen zu machen. Gut. Ihr kommt in Suck Island an. Es ist ein bisschen wie der Wechsel in eine sehr, sehr seltsame andere Welt, als die, aus der ihr gerade gekommen seid. Eine Welt aus Nebel, Eiseskälte und mittlerweile hämmerndem Schneeregen. Glucksendes Flusswasser und ölige Pfützen. Suck Island ist eine von Menschenhand geschaffene Insel aus Fabriken und Stahlhütten und Docks. Haufenweise wird die Kohle von Schiffen hier herangeschleppt. Es ist wie der Einzug in eine andere Welt, als ihr mit euren Fahrzeugen die Brücke überquert und in diese aschfahle Landschaft hineinfahrt. Alles, wirklich alles, ist von weiß-grauem. Von einem weißgrauen Überzug bedeckt. Feuer aus den Schmelzereien rufen seltsame Lichtgestalten hervor. Am Kai verteut vor euch liegt ein abgefrackter Kahn, wie der moderne Kadaver eines verendeten Wals aus rostigem Stahl.
Eure Fahrzeuge kommen dort zum Stehen. Der Blick auf die Uhr verrät euch, dass ihr noch in etwa eine Stunde Zeit habt, bevor Mr. Mills wieder abgeholt wird. Ja, steigen wir aus dem Auto aus, Türen klacken und ich schaue dann auch zu dem zweiten Wagen, wenn er dann vor mir zum Stehen kommt, hat er wieder auf das Türen klacken und richte mich dann wieder an Minaj. Gut, nächste Chance. Sie haben ja, wie gesagt, das Protokoll gelesen. Hier zugegen war dann nicht Kostrov, sondern Jenna. Was ist damals passiert? Der Herr Kostrov, Mr. Kostrov, ist hierhin entführt worden. Und in seinem Beisein hatte Milz die Frau getötet. Ich denke, dass er deswegen so verwirrt ist. Auf dem Schiff. Ja, und vor allem den Partner von Jenna. Vor allem den Partner von Jenna, genau. Ja, ein Schusswechsel. Ist es das Schiff hier, Mr. Katz? Ja, genau, das Schiff. Stillgelegt. Ich weiß nicht, inwiefern die Maschinenräume da noch funktionieren. Zumindest hatte man sie in den Maschinenräumen, in den Engine Rooms gefunden. Dazu wird uns dann sicherlich entweder Kostrov oder auch Jenna dann etwas sagen können, denn er war, wie gesagt, derjenige, der sie dort gefunden hat. Ja, ein scheußliches Wetter, Mr. Katz. Ja, wo kommen Sie eigentlich her? Meinen Sie meine Eltern, oder? Ja, Sie. Wo kommen Sie her? Ich bin, ich komme eigentlich von hier. Mein Vater hat mich ja Ihnen ja empfohlen. Nein, Sie sind doch ein Ausländer. Wo kommen Sie her? Kein Ausländer. Ist nicht jeder Amerikaner ein Ausländer? Dann, wo kommen Ihre Eltern her? Fragen wir so rum. Aha, das war doch das, was ich meinte. Mein Vater ist aus Pakistan und meine Mutter aus Indien. Pakistan? Ist das nicht irgendwo in der Nähe vom Iran und Irak? Ja, Mr. Katz. Aber ich bin Amerikaner. Indien? Das sagt mir nichts. Indien? Ja, gut. Jenna, alles gut gegangen im Auto? Alles gut? Alles in bester Ordnung, Sir. Wir haben den Gefangenen ordnungsgemäß an den zweiten Tatort gebracht. Ausgezeichnet. Dann passen Sie bitte auf, dass Sie hier nicht ausrasten und irgendwelche Flashbacks haben und Kostrov am besten auch. Die Hemmler, Sie haben das unter Kontrolle und ansonsten, führen Sie uns dann doch bitte einmal dorthin, wo das alles passierte. Das ist dann auf meiner Schablone hier, müsste das Nummer A sein. Soll ich wieder filmen, Mr. Katz? Ja, bitte filmen, wenn wir dann das Schiff betreten. Die Treppenschächte, Stairwell. Dort wollen wir als erstes. Ich gebe Dr. De Hamre sein Pfefferspray zurück. Vielen Dank. Und dann würde ich mir Milz wieder schnappen und würden dann am Heck des Schiffs wahrscheinlich versuchen, an Bord zu gehen. Also den Weg, den wir damals genommen haben, Clark und ich.